Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, zu Tag 92. Grand Lake rückt immer näher. Heute schaffen wir es allerdings noch nicht in die Stadt Grand Lake, aber ich denke mal, wir werden einen großen Schritt nochmal dahin machen. Heute werden wir nämlich nicht mehr über die großen Berge marschieren. Heute geht es, glaube ich, innerhalb der Baumgrenze. Und ja, ich bin gerade aufgewacht, habe mich schon so ein bisschen angezogen. Und jetzt werde ich quasi alles auseinanderbauen, alles zusammenpacken und dann marschieren wir los. Wollen wir noch mal einmal kurz aus dem Zelt schauen? Okay, kommt mal. Guckt mal hier, warte mal. Mach das mal. Aha, aha. Oh. Ja, ich zeige euch das mal von außen. Ah, so. Okay, yo, das ist mein Zelt. Das kennt ihr ja schon. Und von der Umgebung her, ich mache das nochmal so. Habe ich hier jetzt geschlafen. Da vorne seht ihr den Trail. Und diese scheiß Moskitos, die sind, Alter, schon wieder unterwegs. Ja, und weil viele das so cool fanden, das abzubauen, ich mache das heute mal mit der linken Hand. Mal gucken, ob das mit der linken Hand funktioniert. Also mit der linken Hand habe ich nur das Interieur irgendwie wegbekommen. Wir probieren das mal mit der rechten Hand, okay? Also, jo, das ging ja schnell. Aber könnt ihr mir mal verraten, wie ich diese scheiß Moskitos hier wegkriege? Ich möchte auch mal schnipsen, dann sind die Moskitos weg. Ach Mensch, ich laufe jetzt los. Oh, Moskitos. Boah, seht euch diesen massiven Blowdown an. Krass, oder? Aber noch ist er gut weggeräumt. Muss man ja mal sagen. Nicht wie in New Mexico. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine Kraft sein muss, diese ganzen Bäume hier umzureißen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. Die Natur, die hat so eine krasse Gewalt. Viel, viel mehr Gewalt als wir. James Peak Protection Area. Okay. Jetzt gehen wir zumindest schon mal in den Wald mehr rein. Den Blowdown haben wir hoffentlich hinter uns gelassen. Boah, sehen meine Augen denn da? Ein riesen Boulder. Ein riesen Fels. Ist ja Wahnsinn. Ist ja einfach hier so liegt, ey. Krass. Das ist echt krass. Leute, die Natur ist einfach so krass. Oh Mann. So, wir haben es jetzt hier, einen relativ flachen Weg und sorry, dass ich gestern gar keinen gegrüßt habe, aber wenn wirklich das nur bergauf, bergab geht und ich so außer Atem bin, dann kann ich eigentlich nicht grüßen, weil dann bin ich selber total fertig. Naja, jedenfalls wollte ich heute wieder ein paar Grüße raushauen und zwar fange ich heute mal an mit zwei Personen, die ich selber gar nicht kenne, die mich wahrscheinlich besser kennen als ich sie. Und zwar welche von meinen
aus meinem Publikum, die auch immer fleißig Kommentare schreiben. Und zwar wollte ich mal ganz, ganz herzlich grüßen die Dana und den Siggi. Ganz, ganz herzliche Grüße an euch. Vielen Dank, dass ihr zuschaut, dass ihr Bock auf meine Videos habt, dass euch die gefallen und dass ihr fleißig mitfiebert. Also ganz, ganz herzliche Grüße an euch. Und genauso möchte ich noch jemanden grüßen, den ich ja auch nicht direkt kenne. Ich kenne quasi ihre Schwester. Und zwar ganz, ganz liebe Grüße an dich, Anna, aus Fulda. Auch richtig cool, dass du meine Videos verfolgst und dass du auch mit mir mitfieberst. Es geht gerade wieder ein bisschen bergauf. Sorry. Lass ich mal ganz, ganz liebe Grüße da. Natürlich grüß mal deine Schwester, deine Family. Ich glaube, deine Eltern habe ich mal kurz auf einer Messe, glaube ich, auch getroffen. Also ganz, ganz liebe Grüße nach Fulda auch von mir. Und jetzt muss ich doch das Handy ans Leiche legen. Jetzt geht's doch wieder bergauf. Ständig muss ich mir ins Gesicht fassen, entweder weil da ein Moskito sitzt oder weil ich durch Spinnenweben laufe oder weil ich denke, da sitzt irgendwas und das sind eigentlich meine eigenen Haare. Oh. Ja, so ist das halt. Jetzt sind wir zwar nicht mehr auf dem Berg, jetzt hier unten gibt es die anderen Quälgeister. Die scheiß Moskitos. Oh. Da gerade mein Wasser. Ich wollte euch einfach mal diesen kleinen Bach zeigen. Ist einfach schön, oder? Geht einfach über so eine kleine Schotterstraße. Finde ich echt cool. Das wollte ich euch schon immer schon mal zeigen, wie groß diese Biester eigentlich sind. Guckt euch das mal an, wie riesig diese Ameise ist. Das ist bestimmt ein Zentimeter. Krass, oder?
Nein. Wir gehen doch lieber da lang. Oh, Leute. Anstrengend. Ich bin jetzt ungefähr 1150 Höhenmeter tiefer als heute Morgen. Und jetzt geht's endlich gerade mal. Ich weiß, die Aufnahmen von gerade, die waren auch alle gerade. Aber es ging quasi runter, gerade und dann wieder runter. Und jetzt wieder gerade. Und jetzt insgesamt sind es 1150 Höhenmeter. Oh, ja. Und kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel mal entweder zu Hause seid, es ist im Sommer, es ist sehr warm, oder ihr seid im Urlaub und dann kommt so ein richtig warmes Lüftlein, so ein richtiges Boah. Das habe ich hier die ganze Zeit. Oh, ist so warm, ey, Leute. Mal was anderes als Wald. Wir sind hier am Monarch Lake angekommen. Und den werden wir jetzt so halb umrunden und an der Nordwestseite wieder wegdriften. Ja, habe ich schon Monarch Pass und Monarch Lake habe ich schon fertig dann. Guckt mal hier, Leute, eine kleine Steam Machine. Weiß ich nicht, wofür die benutzt wurde. Vielleicht um irgendwie so einen Kabelzug über den See zu werfen. Kann sein. Ich würde so gerne hier noch ein bisschen bleiben, aber ich muss jetzt weitergehen. Ja. Heute ist Sonntag und hier sieht man einige Ausflügler. Oh, schön, schöner Strudel da unten. Gucken wir mal da runter. Oh, geil. Können wir einmal reinspringen, ne? Na, das machen wir vielleicht in Grand Lake. Hier noch nicht. Noch muss ich ein paar Meilen absolvieren. Was heißt muss? Möchte. Aber ich mache jetzt gleich erstmal eine Pause hier. Der blaue und die roten sind aber riesig, ne? Immer schon so groß. Aber wisst ihr was? Passen alle im Mund. Weg. So. Kann doch nicht mal vernünftig Pause machen. Diese blöden Moskitos, ne? Ah, ich bräuchte einen richtigen fetten Flammenwerfer dafür. Jetzt gehen wir von dem Monarch Lake zum Lake Granby. Ja, und das dauert gar nicht so lange. Ich glaube, das sind so 2-3 Kilometer. Und ja, es hat, glaube ich, jemand schon mal in meinen Kommentaren geschrieben, Monarch. So heißt das nicht, es heißt Monarch. Aber die sagen ja alle Monarch, deshalb sage ich das auch. Jo, gehen wir weiter. Habt ihr schon mal einen Mercedes Sprinter mit so einem Rambock gesehen? Ich weiß nicht, ist der höher gelegt? Ist schon geil. Ist schon cool. Warum haben wir das eigentlich nicht? Ach ja, weil wir keinen Rambock dran machen dürfen in Deutschland nachträglich. Das ist ja auch mal ganz cool. Zwischen Monarch Lake und Granby Lake gibt es so Lodges. Und ich weiß nicht, ist das irgendwie hier was, so ein Jugendcamp oder? Schon cool. Mehrere Hütten. Ja, Private Property, No Trespassing. Dürfen wir nicht her. Aber dafür gehen wir jetzt hier geradeaus.
Hier ist wohl irgendwie so ein Campground. Und für Wohnwagen, also ein RV-Park halt, ne? Ja, dann laufen wir jetzt erstmal durch, bis wir am Lake Granby sind. So, wir kommen jetzt zum Lake Granby. Und zwar zum südlichsten Südufer aller Süden. Was ist das für ein Deutsch? Nein, schaut euch das mal an. Das geht hier recht weit und eigentlich hinter dem Grand Lake, hinter dem Lake Granby, da liegt Grand Lake. Und deshalb werden wir das heute nicht nach Grand Lake schaffen, weil dafür habe ich einfach zu viel Kilometer schon drauf. Das ist es mir nicht wert. Und ja, aber wir laufen jetzt heute an dem Ostufer entlang am Lake Granby. Okay. So. Okay. Wir gehen jetzt in den Wald, ist nicht direkt, aber an die Uferseite. So startet der Trail. Sieht schon mal ganz gemütlich aus. Wo kommen wir denn hier raus? Am Strand oder was? Oh, Motorboot da hinten. Ah, nicht ganz. Also, ist zwar Strand, aber der Trail, der geht doch hier weiter. So am Ufer. Heute ist ja Sonntag. Sitzen natürlich mal ein paar Leute oder kommen mit ihren Stand-Up-Paddles dahin. Und da stand gerade einer. Also, ich war vielleicht mein Alter. Und dann sagt er so: Wow, man, das ist ein giant Mushroom oder Giant Fungus. Und ich guck so, ja, so ich sag, für mich ist das nichts Besonderes. Haben wir in Deutschland ständig so dicke Pilze. Also wow, weiß ich nicht, der Teller war 15 cm oder so. Das ist für uns nichts Besonderes. Aber die stehen irgendwie hier, das war jetzt schon der zweite oder dritte, der gesagt hat: Boah, look at that! Giant Fungus! Oh Mann! Guckt euch mal diese riesen Pusteblumen an. Jetzt einfach meine Faust daneben halte. Hammer, ne? Müsste so eine Art Pusteblume sein. Bin mir nicht ganz sicher. Sieht schon cool aus. Jetzt geht der Trail doch nochmal hoch, verlässt ein bisschen den See, aber dafür werden wir wahrscheinlich gleich eine gute Aussicht wieder haben. Was habe ich euch versprochen? Wir haben eine gute Aussicht. Also der Trail, der verlief irgendwo da unten lang und schlängelte sich dann irgendwo hier hoch. Und von hier aus haben wir eine gute Aussicht. Thank you.
Ja, hier wäre natürlich ein super Platz zum Campen. Schön flach. Und eine ganz, ganz tolle Aussicht auf den Lake Ranby. Aber ich muss noch ein bisschen weiter, denn ich möchte nämlich noch ein bisschen Wasser finden. Ich habe nicht mehr genug Wasser. Und ja, Wasser ist da unten, ich weiß. Und hier hatte ich gerade Cellphone-Service, habe ich eine kleine Pause gemacht. Ich habe mir jetzt ein Motelzimmer, ein einfaches, ohne Frühstück, nur ein nacktes Zimmer in Grand Lake gebucht oder reserviert. Man kann, glaube ich, übrigens schon Grand Lake sehen. Warte mal. Ich glaube, das ist nicht das da. Ich meine, das ist das da hinten. Naja, jedenfalls. Oh, die Kamera. Jedenfalls, das Zimmer, das war das günstigste. Das Hostel war schon voll. Oder ist schon voll oder hat keine Zimmer mehr. Das günstigste. 165 oder 100, 166 Euro kostet mich. Nur eine schlappe Übernachtung. Ey, Leute, das ist echt der Hammer. Pack sie da im Kopf. Was wollen die eigentlich? Aber jetzt so nach 6-7 Tagen möchte ich mal wieder einfach mal ein Zimmer für mich haben. Mich mal wieder duschen und mich in Ruhe einfach mal ins Bett legen und mal ein bisschen chillen. Wirklich. Ich hoffe, das ist ein geiles Zimmer, aber das ist was Günstigste. Wachs ja Hut, ey. Wirklich, wirklich, wirklich. Naja, ich mache noch hier, weiß nicht, 5, 6 Kilometer, 7 Kilometer und dann schlage ich mein Lager auf, sodass ich morgen früh ganz locker im Vormittag da ankommen kann. Und da werde ich zwar noch nicht einchecken können, aber dafür kann ich dann vorher schon mal mich um Resupply kümmern, zum Post Office gehen. Ich habe da nämlich eine Bounce Box, ja, und ganz viele andere Sachen im Vorfeld kümmern, bevor ich dann da richtig einchecken kann. Ja. So ist der Plan. Und wir gehen jetzt weiter. Wahnsinnsaussicht, wirklich. Da hinten geht der See weiter rum und da gibt es so einen Knick. Wir gehen aber jetzt quasi so die Richtung weiter an so, so eine Art Bucht, die Colorado River Bucht. Ich nenne es jetzt einfach mal Bucht. Und daran laufen wir entlang. Und dann kommen wir zu einem anderen See und dahinter kommt der Grand Lake. Ja, aber ich glaube nicht heute. Ach, keine Lust mehr zu. Wir haben ja auch erst ab morgen das Zimmer. So, da hinten grummelt schon so ein bisschen. Aber das soll mich nicht interessieren. Hört ihr? Ja. Soll mich nicht interessieren, weil ich nicht über der Baumgrenze bin. Von daher habe ich jetzt davon keinen Schiss. Da ist so ein Exemplar, wo die Amis drauf abfahren. Ich möchte ihn jetzt nicht abreißen. Kann das sein? Ist das ein Steinpilz? Was hat denn der unten drunter? Hat der einen Schwamm? Ein Schwamm, oder? Nee, Steinpilz ist das nicht. Aber ich glaube, der ist essbar, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, oh, guck mal, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Riesendinger. Gut, ja. Dafür ist meine Stiefmama zuständig. Die ist, ach, guck mal. Ersten hier. Guck mal, ja, hier gibt es Pilze. Ja, sie ist auf jeden Fall Christa. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Dafür bist du zuständig. Kannst ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das ein, was das für ein Pilz ist und ob der essbar wäre. Also ich würde es jetzt nicht ausprobieren, aber da würde ich mich mal freuen, wenn du das mal einfach in den Kommentaren schreibst. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße an dich
und natürlich an meinen Papa auch. Und jo, so, wir gehen weiter. Na, was sehe ich denn da? Cabin in the Woods. Okay, zu wahrscheinlich privat oder Forest Service. I don't know. Könnte ich mich hier unterstellen, wenn es regnet? Hm. Property of the United States. Ja, okay. Eigentum der Vereinigten Staaten. Da gibt's Wasser. Oh, das ist aber auch schon gut aufgefressen da unten. Ah! Ja, erster Blick cool, zweiter Blick kacke. Hä? Wie so oft hier. Ja, ich habe jetzt doch ein einigermaßen trockenes Plätzchen. Ah, ein bisschen regnet es doch mehr an, Mann. Scheiße, Kerl. Ah, doch die Hütte genommen. Wollte gerade Wasser filtern. Da fing dann an. Ja, habe ich mir gedacht, okay, komm. Wenigstens ein bisschen trocken. Ja, jetzt warte ich jeden den Schauer ab. Und dann, ja, es geblitzt. Und dann filter ich mein Wasser und dann mache ich mir, glaube ich, was zu essen. Gute Idee. So, wann kommt der Donner jetzt hier oder was? Jo, alles klar. Bumm! Deftig! So, also ich warte hier eben den Gewittersturm ab und dann filter ich Wasser und mache was zu essen. Ah, ich habe mich dort so mal an die Seite hier gestellt. Die ist so ein bisschen geschützt. Da seht ihr diese Regenwand. Gut, das ist hier von dem Dach, aber guckt euch mal das Wasser an. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt regnet es ordentlich. Soll es sich wohl einmal abregnen. So, Wasser habe ich. Jetzt regnet das noch ein bisschen. Und ich wollte mir jetzt eigentlich was zu essen machen, aber ich möchte erstmal hier so einen Unterschlupf haben. Ich wollte mir jetzt nicht im Regen was zu essen machen. Finde ich kacke. Oh, jetzt werden die Beine wieder ganz nass hier. Scheiße. Wollte ich doch vermeiden. Ja, so sah die Hütte übrigens aus. Immer von der Seite. So, Freunde, hier fängt der Rocky Mountain National Park an und hier ist Campen verboten, aber nur, wenn man keine Permit hat. Habe ich nicht. Also, da darf man nicht campen. Also campe ich da. Ja, aber richtig geil, schön am Wasser. Und wisst ihr, wer gerade auch zu hier hingekommen ist? Rattler ist hier hingekommen. Almost ist da hinten. Und Meatpaw ist auch da vorne. Ja, alle da. Ja, jetzt schlagen wir unsere Zelte auf. Alright, Joe Dirt going in. I have the longest hairs on my... How is it, buddy? Getting after it. Woo-wee. First real lake in Colorado. Go get it, Joe Dirt. I like it. All right. Woo! How warm is it out there? Still pretty warm? It's not so. So warm. Yeah, the thermometer gauge. Cool. Thank you, man. Yeah. Ah, Freunde, das hat richtig gut. Das war gar nicht kalt. Also, nicht so kalt. Ach, schön. Noch schöner wäre es, wenn jetzt noch die Sonne rauskäme, aber
Man kann ja nicht alles haben. So Leute, jetzt kommt sogar wirklich nochmal die Sonne raus. Ist das nicht geil? Und wo strahlt die Sonne wohl hin? Auf unser Feuer! Hey! Oh cool! Ja Leute, meine Gaskanister ist alle. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe es jetzt ins Feuer gestellt. Das ist so cool. Gerade kam ein Boot auf uns zugefahren. Und dann sagten sie, hey, habt ihr Bock auf ein Bier? Und haben uns erstmal Bier mitgebracht. Ist das mal cool? Thank you! So cool! Richtig geil. Ich glaube, die dürfen hier auf den See so fahren wie wir auf der Autobahn, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Leute, das ist richtig geil. Haben wir ein Bier bekommen? Mega. You guys could have just drunk and watched. Or Kemba, you could have...